Männer gehen raus und wollen Frauen jagen. Und deshalb müssen immer alle Frauen sowieso rein. Cut. 6 Vorurteile über Türsteher. Frauen mit kurzen Röcken kommen immer rein. Das ist kein Klischee, das ist die Wahrheit. Du hast einen kurzen Rock und deshalb kommst du rein. Es gibt schon weibliche Gäste, die genau das halt versuchen auszuspielen, was aber meistens dann bei uns nicht so wirklich funktioniert hat. Ja, könnte man auch mal hinterfragen, aber Frauen werden definitiv bevorzugt reingelassen, ja. Türsteher sind stark. Na, hör mal. Auf jeden Fall. Du musst nur überzeugend sein und von dir selber überzeugt sein. Man muss halt schon wissen, wie man seinen Körper einsetzt, Körpersprache ein bisschen beherrschen, sein Gegenüber überlesen können. Weil der wichtigste Teil von Gewalt ist das, was vor der Gewalt passiert. Also es ist nicht so, dass jemand einfach einen angreift. Türsteher haben keinen Schulabschluss. Ich habe Abitur gemacht, aber ich habe es nicht geschafft, ein Hochschulstudium zu beenden, worüber ich manchmal ein wenig traurig bin. Ich habe einen Masterabschluss, arbeite jetzt an meiner Dissertation. Ich kenne Neurowissenschaftler an Türen, ich kenne Anwälte an Türen. Türsteher sind rassistisch. Ich kann es ja auch sagen, es ist so, dass halt, wenn Männergruppen mit Migrationshintergrund kommen, das Konfrontationspotenzial höher ist. Es gibt auch nachgewiesene Fälle von rassistischen Einlasskontrollen. An den Türen in Kreuzberg, also Leute geht in Kreuzberg feiern, da wo ich arbeite, ist das definitiv nicht so. Türsteher sind männlich. Die meisten Türsteher sind Männer, das ist so ein Männerberuf. Frauen finden das nicht so interessant. Oft sind sie in der Selekteurposition, also wählen dann aus und haben dann ihre zwei Typen, die hinter ihnen stehen, ja. Männer, die halt so, ich will da rein und so, und eine Frau sagt dann, das geht nicht. Und das hat dann normalerweise so eine Sanftheit, was Aggression aus der Situation rausnehmen kann. Das ist halt schon auch so ein, für mich so ein sexistisches Klischee natürlich, was da drin steckt. Also Frauen sind eher so die harmoniestiftenden Wesen, die man deswegen dann da vorne hinstellen kann. Aber fürs Grobe sind sozusagen die Männer zuständig. Türsteher genießen ihre Macht. Das ist richtig. Wer kommt rein, wer kommt nicht rein? Es ist natürlich sozusagen erstmal so von sich aus ein unangenehmes Verhältnis. Es ist wichtig, dass man sich reflektiert. Oh, die Macht gefällt mir gerade. Ah, die Leute sind auf einmal netter zu mir. Auf einmal schleimen erwachsene Männer jetzt bei mir und die Frauen schauen jetzt irgendwie doch interessierter oder irgendwas. Dessen muss man sich bewusst sein. Deutschlandfunk Nova.